Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. So, wir sind wieder dabei, die Gegner hier ein bisschen auszudünnen, beziehungsweise neue zu rekrutieren und unsere zu stärken. Das ist wieder ein bisschen ein unfaires Duell. Die zwei, die über Level 40 sind gegen einen, was hat der, 16? Ich freue mich schon auf dein Blut. Weniger reden, mehr stechen. Das wird nicht lange dauern, glaube ich. Warum greift der Karagor unseren an? Sag mal, what the fuck? Warum greift der unseren an? Ich verstehe das nicht. Kuga, Kuga. Sag mal, hat's dich? Hört ihr auf, gegeneinander zu kämpfen, bitte? Mann! Das nächste Mal wirst du mich nicht töten! Das nächste Mal bin ich bereit für dich! Ich mach das sowieso nicht. Ein Level hat er gewonnen. Du bist tot. Jemand soll ihn aufhalten! Und da hat er ihn erwischt. Ja. Und warum gehen die beiden aufeinander los? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, und jetzt sind sie wieder Best Friends. Wir sollten die zwei vielleicht nicht miteinander kämpfen lassen. Also gegenseitig unterstützen und so. Na? Was trinken? Wann kommen da eigentlich Häuptlinge hin? Gut, er ist der nächste. Nee, erst einmal den. Arbeca. Ein 20er gegen einen 23er. Amug. Ups. Krim. Ja, so können wir die zum Grubenkampf bringen. Positionswechsel, da geht's eh. Okay, Uga Kuga. Gehst du gleich mal darauf. Bist gleich mal befördert zum Häuptling. Weil der ist mächtig. Und er ist dann der Nächste, sobald er... Takra. Der hat jetzt eh nichts, der hat eh nichts zu tun. Kann man gleich darauf setzen. Hoffentlich geben sich die nicht gegenseitig und mal irgendwann gegeneinander. Irgendwie einander gegenüberstehen sollten. So. Da sind wir. Kenne bessere Lager, aber kenne auch schlimmere. Mach den dunklen Herrscher stolz. Den dunklen? Schon wieder so einer. Wow, was ist da? Achso, die... Weil da die Bombe hochgegangen ist. Oh ne, er ist erzürnt. Ja.
Den scheint das Feuer nichts auszumachen irgendwie, ha? Boah. Oh. Sieht aus, als ob der zu uns will jetzt. Den Gefallen können wir nicht tun. Gut. Boah. Los, mach ihn platt. Ich vergebe dir nicht. Achtung! Er will entkommen. Und er verbrennt. Ich finde dich wieder. Okay, erstmal zieht er sich zurück. Suche dich. Töte dich. Das glaube ich nicht. Okay, auch nicht schlecht. Schwert des Waldläufers. Warte mal, was? Können wir darüber, danke. Ah. Schwert des Dreschens. Ach so, wir haben das einfach noch nicht, ja. Also das spezielle. Die können wir wieder nicht zerstören. Gut, wer ist es noch schwach? Du bist noch immer schwach. Wir sollten alle zumindest einmal Level 30 sein, das ist mal Untergrenze, die sie brauchen. Er ist Level 19. Na dann. Sollte nicht allzu schwer sein. Ja, sollte alleine hinbekommen, ganz ehrlich. Er hat Feuerwaffen, er hat einen Schattenkaragor. Muss er auch alleine schaffen. Oder? Was da überall Juwelen rumliegen? Als euer stinkendes Leben. Keiner fasst sie an. Coole Waffen, oder? Ich sage, wir gehen darüber. Schnappen uns die Vorräte und durchlöchern diese stinkenden Trottel, die dort Wache halten. Auf geht's. Dein Ernst, Kollege? Dein Ernst? Oh Mann, du bist so ein Versager. Du bist ja so ein Versager, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auf ein neues... Geht momentan noch nicht. Gut, nimmst du halt den anderen. Alter, was für ein Versager bist du. Wir hätten den einen noch killen sollen wenigstens. Oder übernehmen wenigstens irgendwas. Jetzt siehst du mich? Jetzt nicht! Schon sind wir wieder weg. Was? Hä? Wo ist unsere Mission auf einmal hin? Was soll denn der Scheiß? Ich hab gesagt, du sollst... Der hat unsere Mission einfach gelöscht.
jetzt ist sie da oben. What the fuck war das? Ihr habt das doch gesehen, dass sie da unten war und die einfach weg gewesen dann auf einmal. Was war das? Ein Duell! Zeit für ein Duell! Ziemlich mutig, dich mir zu stellen. Dein Tod wird langsam sein. Ja, du redest was von Mut. Soll mich das etwa ablenken? Nee, mich interessiert nur eins: dein Ableben. Der muss was von Mut erzählen. Warum kämpft unser Jäger schon wieder gegen unseren eigenen? Boah, der kassiert da schon. Wenn du nochmal auf unseren schießt, werde ich... Verräter. Der kämpft auch gegen seinen eigenen. Was ist da los schon wieder? Hey! Nicht in eine alte Tradition ein, Tart. Was, dass ihr euch alle gegenseitig umbringt? Der schon wieder der eigene Ort, der kämpft gegen seinen eigenen. Und er brennt. Hat sie wieder selbst angezündet. Mach ihn platt! Bam, durch einen Headbutt gekillt. Sechs Level gewonnen. Macht Level 32. Gut gemacht. Du bist schon fertig, keine Sorge, alles gut. Gut, damit sind all unsere Orks hier zumindest Level 30. Boah, wow, was hier schon wieder welche nachgekommen sind. Schlimm ist das. Okay. Dann machen wir als nächstes mit der Hauptquest wieder weiter. Ganz so, als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Da liegt wieder Geld rum. Ja, so geht das. Lauft. Vermisst. Aha. Redback braucht deine Hilfe. Waldläufer ist verschwunden. Wie verliert man einen Olak? Er wurde entführt. Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf. Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben. Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schrackfressenden Grabwandler. Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber... Mal abgesehen davon ist er nicht erledigt. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Staaten.
wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden. Werten Sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, holen wir Waldläufer. Ruhe, du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. So. Da ist er ja. Ah, der Groß. Helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das Feigling. Ist erst der Anfang. Du bist erst so ein Feigling. Wir leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei drauf geht, umso besser. Du bist so ein Feigling, Bruce. Tür. Dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Du bist so ein Feigling. Hast du dir ein paar Schattenkarakor besorgt? So viel dazu. Komm her. Und hört auf zu kämpfen. Bruce! Komm her, Brucey. Komm zurück, du mieser Haufen Schrack. Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Natürlich ist er weg, der Feigling. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für alle Mal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mord aus, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachrücken. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Genau. Brechen wir ihn, das ist auch gut. Dann killen wir ihn. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Neuer Bogen, den keiner braucht wahrscheinlich. Wow. So. Nächster Halt. Nächster Halt, würde ich mal sagen, neues Gebiet. Jetzt ist die Frage, wo haben wir
Wo haben wir diesen Raum noch nicht geöffnet? War das hier? Vermutlich, oder? Gehen wir mal hier hin. Mal schauen, was sie hier in der Zwischenzeit so gemacht haben. Ne, da haben wir noch nicht alles. Hier hinten. Gut, der Part ist eigentlich dann schon zu Ende. Aber das holen wir sich noch. Dann können wir im nächsten Part die Tür öffnen und uns das Schwert holen, nehme ich mal an. Also, ist davon auszugehen, dass es ein Schwert ist. Dann haben wir dieses Set komplett. Nein! Lass ihn! So, tut mir leid. Ramas. Gut. Deine eigene Rüstung rostet mich. Und da geht's nach Barad-dûr. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!